So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir befinden uns, ja, auf dem Weg, Blei zu holen. Wie baue ich Blei nochmal ab? Mit dem Schaber, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Ich kann mir das alles nie so merken. Denn wir sind dabei, quasi den Zeder-Raumanzug zu bauen. Wir waren in der letzten Folge oder in den letzten zwei Folgen, glaube ich, in dem, genau, in dem Militärmodul. Und dort konnten wir nicht die Strahlung senken, was mich sehr gewundert hatte. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist nicht so das Problem. Wir gehen jetzt erstmal dort ein bisschen Farbe holen und gucken mal, wo wir Blei herkriegen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo Blei war. Gucken wir mal. Auf jeden Fall haben wir ja auch ein bisschen mehr Sauerstoff in der letzten Folge gebaut. Also wir haben uns ja einen größeren Sauerstofftank zusammengefriemelt. Und jetzt können wir natürlich auch ein bisschen mehr Luft anhalten oder beziehungsweise atmen. Sehr schön. So. Das wird sehr spannend. Fortschritt ohne Ende hier. Wie ich das mag. So, gucken wir mal. Ich glaube, hier war auch Blei, ne? Ja, guck mal. Ich sehe doch schon Blei. Und ich sehe Farbe. Da war Farbe irgendwo. Da habe ich es gesehen. Da, hallo, komm mal mit. Danke. Und hier war Blei. Da hämmer ich doch gleich mal mit meinem unendlich Schaber drauf. Da nehmen wir mal ein bisschen was mit von, ne? Kann ja nicht schaden. Wo war denn das jetzt? Erstmal ein bisschen Sauerstoff tanken. Warte. Nein. Nicht draufhauen. Sauerstoff. So. Okay. Da ist sogar noch Metall. Komm, wir nehmen auch noch ein bisschen Metall mit, wenn wir schon hier sind. Ah, wie schön die Musik dabei. So richtig zum Einschlafen. Und ja, ich habe gehört, dass einige bei dem Let's Play einschlafen. Erstmal vielen lieben Dank an die Leute. Und das freut mich natürlich zu hören, dass meine Stimme so beruhigend ist und so sanft ist zum Zuzuhören. Das freut mich natürlich. Schade, dass ihr natürlich dann die Folgen verpasst, aber gut, man kann natürlich nicht alles haben. Aber nun gut. So sei es drum. Man kann ja auch Let's Plays nutzen zum Einschlafen. Mache ich tatsächlich auch. Gestehe ich offenkundig und ehrlich. Ich nutze manchmal mein Tablet und schaue dann abends im Bettchen noch ein bisschen YouTube-Folgen von irgendeinem Let's Player und schlafe dann dabei auch ein. Also, ihr seid da nicht alleine. Nur so zur Info. Hallo Farbe. Hallo, kommst du her? Hier war nochmal Farbe. Und irgendwo sonst noch Farbe? Ich habe hier schon so viel Farbe geplündert, ne? Da, komm her. So. Blei nehme ich trotzdem noch ein bisschen mehr mit. Zweimal Blei. Was ist das denn da? Ist das ein Farbklumpen? Das ist ein Farbklumpen, den kann ich aber nicht zertrümmern. Da ist noch eine Kiste. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Farbe raus. Warte mal. Nein, aber wir kriegen eine Sauerstoffkerze, was ich ein bisschen feiere. Zwar eine kleine, aber egal. Klein, aber fein. Wenn nicht, müssen wir gucken, dass wir vielleicht mit dem Metallwasser sammeln, vielleicht wieder einen neuen Koffer bauen. Wisst ihr, was schlimm wäre, wenn wir umziehen müssten nochmal? Weil die ganzen Koffer nochmal, aber ne, ich ziehe nicht mehr um. Ne, never. Ich will jetzt irgendwo einen Schrank finden oder so. Oder irgendwie sowas. Wo wir quasi alles reinpacken können. Bin gerade verzweifelt noch ein bisschen mehr auf die Suche nach Farbe. Anstatt auf Blei, weil wir haben halt schon so viel Blei, aber keine Farbe so groß. Farbe ist ja echt rar gesät mittlerweile. Wir haben echt schon so viel geplündert. Echt schwierig hier Farbe zu sehen. Da dürfte noch Farbe sein, oder? Ja, hier schwirrt noch Farbe rum. Da ist Farbe. Da. Komm her. Wo willst du hin? Musik ist auch zu Ende. Warte mal.
Guck mal eben, haben wir hier noch, wir haben noch hier bestimmt noch eine Playlist, ne? Ach, guck mal an, hier. Hier, das hört sich doch gut an. So, da ist noch Farbe. Jede Menge. Ha, haha, und Metall, was wir ja auch gut gebrauchen können. Für einen weiteren Koffer vielleicht, den wir vielleicht benötigen. Und jetzt ist das Inventar schon... Ah nein, Farbe braucht zwei Plätze. Verdammt. Nein! Aber es lohnt sich tatsächlich mehr, so eine Sauerstoffkerze mitzunehmen, als wie die Digger, ne? Mittlerweile habe ich so das Gefühl, oder meine ich das nur? Weil im Prinzip... Ach scheiße, das kann ich jetzt gar nicht mitnehmen, ne? Ich bin so ein Dulli. Und ich schmeiße ungern was weg. Weil hier liegt noch Dings. Egal, das kommt ja nicht weg. Weil im Prinzip, wenn wir hiermit auftanken... Gut, ist jetzt nicht mehr ganz voll, ne? Die bringt 40, okay. Wo ist unser Fahrzeug da? Komm, dann düsen wir mal zurück. Nein, aber im Prinzip, klar, ist natürlich super, so eine Sauerstoffstation zu haben. Gar keine Frage. Aber im Prinzip, wenn die Sauerstoffkerze sowieso fast über 200 bringt, dann schmeißt ihr die einmal ein. Klar, ist natürlich ein Inventarplatz weniger, logisch, ja, aber so meines Erachtens nach finde ich, glaube ich, im Prinzip, glaube ich, so eine Kerze am sinnvollsten, als wie ein... Alter, schon wieder so eine epische Musik. Ja! Und was freue ich mich schon auf Elite Dangerous Odyssey. Die Alpha ist ja schon raus. Ich habe es ja schon vorbestellt, Odyssey. Und ich warte ja, dass die Alpha durch ist, dass es in den Full Release geht. Und, oh Mann, das wird so großartig. Ich kann es kaum erwarten. Endlich im Weltraum rumlaufen, nicht nur rumfliegen mit dem Raumschiff bei Elite Dangerous. Das ist unfassbar. Mit so einer Musik dabei. Großartig. Abenteuer erleben. Geheime Basissen erkunden. Toll. Einfach nur, ich mag das Weltraum-Setting. Weltraum ist so, also, mich fasziniert halt einfach. Mich fasziniert halt einfach so das Thema Weltraum schon früher. Früher hatte ich auch viel hier so mit Sternen und so gehabt und tralala. Das war schon immer so mein Ding. So, dann lass mal gucken. Wir müssen ein bisschen auch was einlagern und dazu würde ich sagen, ich baue mal eben... Nee, warte, wir haben, ne? Nein, ich baue. So. Ja, er baut. Er baut veredeltes Metall. Viermal an der Zahl. Für einen neuen Koffer. Denn er ist Dieter Donnerlunte. So, den packe ich mir auf eine 4 und dann würde ich sagen, zack, neuen Koffer. Ich drehe ihn mal. Bestätigen. Juhu. Da schmeiße ich jetzt Farbe rein. Wir brauchen aber nochmal einmal Bleilackierung, ne? Das heißt, einmal Farbe. So, sehr schön. Nice. Hä? Habe ich jetzt alles Blei da reingeschmissen? Ach, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich brauche doch viermal... Ah, oh, ich bin so ein richtiger Dulli. So, jetzt aber. Also manchmal geht's mit mir aber auch durch. So. Jetzt können wir den... bauen. Zweimal Titan, viermal Aluminium... Zweimal Titan, 1, 2, 3, viermal Aluminium und ich glaube zweimal Stoffrolle, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann habe ich mir das doch mal behalten. Ich glaube, wird auch aus viermal Stoff gebaut, ne? Ja, viermal Stoff ergibt Stoffrolle. So, bauen wir mal zwei. Ich meine, zwei Stück brauchen wir. Dann haben wir, glaube ich, alle Ressourcen. Das dürfen wir jetzt, glaube ich, brauchen für den Anzug, ne? Können wir sogar den auch nochmal herstellen. Okay. Jawoll! Strahlenschutz 125. Den Zedern Raumanzug. Den Dokumentären zufolge sollte der Raumanzug zu einer Sensation geworden sein. Kann ich das nochmal nachlesen?
Steht das nicht irgendwo? Mist, das steht nirgendwo. Das ist immer blöd. Ah ja, hier, guck mal, haben wir ja neu gekriegt. Module, ne? Transportmodul, ein kleines. Ein Rahmen, was haben wir hier noch bei Boden? Ja, kleinen Schubschrank, ganz toll. Funktioniert nur leider nicht. Wir haben schon einiges gefunden, aber das ist alles nur Deko, ne? Blöcke hier. Raumanzugständer, Fenster, schön. Ich hätte gerne Lager, das wäre toll. Gegenstände, die wir gefunden haben, achso, die Notiz, das, ja, Foto. Und die Schlüsselkarte. Ausrüstung der Zedern, Fahrzeuge der Raketenstaubsauger. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir den mal an. Den Dokumenten zufolge sollte der Zedernraumanzug zu einer Sensation geworden sein, da er in puncto Haltbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Komfort seinesgleichen sucht. Es ist schade... Oh, Alter, mit der Musik jetzt. Es ist schade, dass bei diesen schrecklichen... Warte. So, jetzt. Es ist schade, dass bei dieser schrecklichen Katastrophe alle Prototypen verbannt wurden. Was von der Anleitung übrig bleibt, sind einige Informationen darüber, wie man das strahlungshemmende Futter des Anzugs verstärken kann. Der Zedernraumanzug. Denn dieser Raumanzug ist in puncto Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit und Komfort einfach ein Ding, der seinesgleichen sucht. Das ist einfach so gut einfach, diese Musik. So, haben wir. Spiel, gib mir Informationen. Kapitel 4, Babe. The sensors detect a significant decrease in radiation. Of all the potential of the Cedar spacesuit, you managed to use only its improved material for the lining. But even this is enough to increase your chances of survival. Was? Was? Was hat der junge Mann jetzt gesagt? By the way, did you notice that you passed the third chapter? I think I forgot to display the text about it. Was ist mit dem Kern passiert? Warum haben wir eine Explosion? It's still impossible to track the location of your interlocutor. If some kind of script doesn't trigger here right now, we'll be stuck here for a long Was? Time. Kapitel 3, Normandie. Kapitel 2 auf einmal Sprung mit Bay. I think chapter 4 started quite a while ago, didn't it? Seems like you did something wrong, as always. I suggest you start a new game and try again. Was? Think of it. Forget it. Judging by the analysis of my sensors, the launch mayonnaise was completely absorbed by the core and destabilizing. The radiation level decreased to a critical minimum. It's time to visit Normandy before it's too late. Es sieht so aus, haben wir gearbeitet gemeinsam. Die Sensoren, an sie gehen wir Kantenstrahlen fallen. Leider sind viel Trümmer im Kern und sind okay. Also, Babe, und ist also das Kapitel Babe direkt übersprungen, einfach mal. Ja, wir müssen also die Normandie erreichen, hat er gesagt. Ja. Mit diesem Anzug, aber der hat doch weniger Strahlenschutz. Der hat 125, warte mal. Ach doch, tatsächlich, der hat mehr Strahlenschutz. Der hat 125, ach so. Ja dann. Das heißt, der hat am meisten Strahlenschutz. 125, lecko funny. Guck mal, 250 haben wir jetzt. Alter Schwede. Und 275 Gas. Gas. Guten Morgen. Lebensenergie. Okay, pass auf. Ich trinke erstmal was. Und esse was. Und dann machen wir uns auf Reise. Da singt der Chor doch direkt mal mit. Da sind wir richtig d'accord. Habe ich denn alles dabei, was ich bräuchte? Haltbarkeit 6. Ein Scanner wäre noch ganz geil. Vorsichtshalber. Dafür brauchen wir eine Glühbirne für. Was brauchen wir dafür noch? Geil wäre noch, wenn wir Rezepte anpinnen könnten. Das wäre noch ein Traum. Metall, Batterie, Plastik. Plastik. Batterie. Und Metall. Dann baue ich mir mal eben ganz schnell noch ein
Noch ein Scanner, einfach nur vorsichtshalber. Die Waffe würde ich einmal hier lassen. Die hat nur noch 3 Schuss. Ah, kriegen wir nicht mehr rein, ne? Verdammt. Ah, hier haben wir sogar noch einen Scanner mit Haltbarkeits 13. Warte mal. Dann packen wir den mit 20 hier rein. Hier den Blaster rein, den Rest behalten wir bei uns. Und dann würde ich sagen, Attacke. Let's go. Der Schaber kommt auf 1, der Scanner auf 2. Und dann geht's los. So. Ja, dann. Haben wir noch genug Treibstoff? Ja, 59. Komm. 3 Kilometer. Das schaffen wir. So. Okay. Gut. Mein Gott, was wir schon erlebt haben. Unfassbar. Hält der denn auch Kälte ab, der Anzug? Boah, das Auto hätte ich gerne, muss ich tatsächlich gestehen, ne? Das Auto wäre schon ein Traum. Aber haben wir da eigentlich... Haben wir dann... Nee, Blaupause? Aber müssen wir, glaube ich, erst entdecken, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir mit dem Sauerstoff hinkommen. Ich würde jetzt hier noch einen Zwischenstopp gleich machen. Dass wir einmal Sauerstoff tanken. Vielleicht erstmal hier einmal. Hier kriegen wir kostenlos Sauerstoff. Nur einmal kurz einen Zwischenstopp. Obwohl, wir können da oben auch. Das schaffen wir. Diese dramatische Musik. Seien Sie dabei, wie er es schafft, die Normandie zu erreichen. Adrenalin, Action, Spannung und vor allem Dieter in seinem neuesten Abenteuer. Erleben Sie ihn hautnah und ungekürzt. Bald in Ihrem Kino. Dieter D. Lost in Space. Rated M from Insure. So. Alter, ich mag diese Musik. Die ist so großartig. So, okay. Dann lass mal gucken, ob wir es schaffen. Schauen wir mal. Das dürfen wir eigentlich... Waren die Blitze letztes Mal schon? Kann mich gar nicht mehr dran entsinnen. Ich glaube, wir müssen da unten reinfliegen. Aber das dürfen wir eigentlich schaffen. Gut, dass wir nochmal die Sauerstoffkapsel gebaut haben in der letzten Folge. Halt, stopp dich nämlich noch mit auf dem Weg. Und das ist, ach, das ist großer, ne? Komm. Metall ist immer echt so eine Ressource, die man zwischendurch ruhig mal einsammeln kann, weil die wird immer irgendwie benötigt. Oh. Das war ein großer, den habe ich auf den Kopf bekommen. So. Lal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 
ein Transportbeschleunigungsding. Hier sind Waffen. Oder? Das sind doch Waffen, oder? Ah, nee. There's just one question that tickles my mind. Why are there so many damaged coffins? Aside from that, these coffins have limbs, weapons, and undoubtedly active AI units, judging by the weak signals coming from their remains. To be honest, I'd rather not know what all of this means. Boah, wie cool. It seems that the Normandy team died heroically fighting with coffins, which goes beyond any and all logic. On the other hand, the fact that you are still alive goes beyond any and all logic as well. In this regard, there's a chance that the coffins might be aggressive. It's recommended that you look around carefully and try to find some survivors. Lol. Alter, wie geil. Können wir damit fliegen? Kriegen auf jeden Fall so... ...are functioning nominally, but it will take a little effort if we are going to fly away from here. Nein, nein. An den, was? An den Kapitän der Normandie. Von seinem schlimmsten Feind. Stirb, bitte. Nur für Mitarbeiter. Alter. Okay. Repariere die Normandie. Ah, guck mal hier, das war das hier mit dem Raumanzug platzieren. Prozessor, okay, cool. Rezepte ändern? Was? Wie Rezepte ändern? Küche? Hä, wie Küche benutzen? Nährstoff. Stoffreicher, was? Glipper benötigt. Ne, wir können hier... LOL! Wie geil ist das denn? Was zur Hölle? The rest is in order. This is the Normandy autopilot course. We can't change it without a living captain in any way. Not even with a handy scrapper. However, it's highly unlikely that the captain calculated such a complex route for no particular reason, so we'd better not touch it at all. I need some time for analysis. Steuerrad 3 von 4. Einen müssen wir noch finden. Ersetzen. Steuerrad benötigt. Ne. Alter. Wie geil das auf jeden Fall wird. Die Waffe ist bereit. Shuttle verbessern. Kein passendes Teil. Oh, das wird noch lustig. Was ist das denn hier? Entschlüssel den Datensatz. Können wir nicht. Verschlüssel. Ah, okay. Navigator benötigt. Oha. Das wird, glaube ich, noch sehr, sehr cool. Unser Zeichen. Ah, wir können uns ausruhen. Ich mache das mal eben. Da wir ja ein bisschen Gesundheit brauchen. So. Die Normandie reparieren. Das heißt, wir brauchen ein Steuerrad. Da müssen wir erst mal gucken. Wir sollen uns ja hier ein bisschen erkunden. Nee, was ist das denn? Was? Grogan, der Barbar. Ein erstaunlicher Film. Ein Star der Gogan-Rasse. Als wir in unserer Kindheit Leuchtstofflampen im Müll gefunden haben, haben wir immer Gogon gespielt und mit unseren Lichtschwertern gekämpft. Es hat Spaß gemacht. Besonders der Teil, wo wir Splitter aus unseren Hinterteilen rausziehen mussten. Na, wie geil. Das, ist das das Auto? Aber das können wir leider nicht scannen. Ne? Oh, guck mal, hier gibt's Dings. Warte mal. Da brauchen wir den Bohrer für, ne? Elektro, nehmen wir mit. Was wir haben, haben wir. Wir sollen ja untersuchen. Hier oben müssen wir reparieren. Kaputter Motor. Manövriermotor benötigt. Okay. Das ist... Ich sollte mir das vielleicht aufschreiben, weil der zeigt mir das nicht an. Obwohl Manövriermotor kann ich mir merken. Und da ist auch noch irgendwas. Kann ich einfach durchfliegen? Ich meine, ich frage für einen Freund. Wir sollen hier auf jeden Fall alles untersuchen, solange wir das können. Was, Judging by the makeup stains on the wall, we can estimate the approximate flight speed of the deceased female. Or, to be more exact, the deceased male, which is a bit strange. Schön. So. Haben wir das Auge gesehen? Ja, lass mal gucken. Das ist natürlich, ja. Ich weiß nicht, ob ich da durchfliegen kann einfach.
Ich nehme mal eine Sauerstoffkerze. Wir haben ja noch eine. Und dann würde ich mal probieren, da durchzudüsen. Weil die Ressourcen, die wir brauchen, haben wir sowieso nicht hier. So viel steht schon mal fest. Was haben wir hier? Hier ist noch ein Sarg. Oh. Please note, the coffin is almost intact. Maybe we could fiddle with it a bit. Untersuchen. Was ist das denn? Schwer ein Ding dem Namen zu geben. Solche Forschung wurde nirgendwo erwähnt. Es sieht hauptsächlich aus wie ein Computer mit einer Art Schleim. Mhm. Blaster. Oh, wir haben einen Blaster gefunden. Nice. Und hier ist... Was ist das denn da? Okay. Okay, pass auf. Ich würde mal probieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Funktioniert. Okay, es tut uns nichts. Kann ich hier durchdüsen? Ja, nice. Au! So, was muss ich hier machen? Reparieren. Reparaturwerkzeug benötigt. Ja gut, das haben wir zu Hause. Das ist nicht das Problem. Okay, na, setzen. Ja, lass mal gucken, was der da braucht. Das war das Steuer... Ach, da müssen wir auch noch zweimal Reparaturkit. Okay. Reparaturwerkzeug, zweimal. Was ist das hier? Das... Ach, hier so wieder so ein Matroschka-Dingen. Ja, der hat es nicht mehr geschafft zu den Pflanzen. Gut. Ich gucke nochmal eben. Gut, ohne Steuerrad wird sowieso nicht gehen. Ich weiß nicht, wo wir das Steuerrad herbekommen. Manövriermotor. Lass mal gucken. Wir können hier nachgucken. An unserem Rezeptbaum quasi. Warte mal, können wir hier was machen? Achso, verschlüsseltes Band nötig. Manövriermotor. Generator. Den haben wir sogar. Können wir bauen. Wir müssen noch einmal Steuerrad finden. Wir haben aber hier keinen Forschungstisch, ne? Konnten wir nicht immer so ein Lagersystem finden oder so? Das wäre ein Traum. Hier fehlt der Fernseher. Toll, gibt kein Abendprogramm. Super. Ja. Freunde, soll ich euch was sagen? Wir übernachten aber hier in der Folge in dem Bereich, in unserem neuen Schiff. Und würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder bei Brief Edge. Und dann geht es hier eine Stelle weiter und dann schauen wir mal, dass wir die Normandie retten und reparieren. Danke fürs Zusehen und tschüss.